Palliativmedizin ist ein Zweig der Medizin, die zum Ziel hat, Leiden zu lindern. Es geht in der Palliativmedizin nicht darum, dass man Leben verlängert, sondern es geht darum, dass das, was an Leben da ist, möglichst so ist, dass es erträglich ist. Die Gründerin der Palliativmedizin, Cecil Saunders, das ist eine Engländerin gewesen, die hat gesagt, dass das Ziel der Palliativmedizin ist, nicht dem Leben mehr Tage zu geben, sondern in den Tagen mehr Leben zu geben. Ich denke, diese Formel ist die griffigste für eine Definition der Palliativmedizin.